Jetzt hat mich jemand angeschrieben auf Skype. Ich habe es vergessen auszuschalten. Das ist bestimmt René. Jetzt ist er tot. Jetzt ist er so im Sitzen gestorben. Alter. Okay, es geht weiter. Nein. Ja, ihr Lover ist tot. Ob sie okay ist? Es geht hier immer nur um Lara. Na klar. Hast du vergessen, dass wir wegen ihr hier sind? Das ist nicht fair, Reyes. Du hast recht. Hätte ich nicht sagen sollen. Es ist nur... Ross. Was sollen wir nur ohne ihn machen? Lasst uns einen sicheren Ort finden und etwas vorbereiten. Er starb als Krieger. Und so soll er von uns gehen. Einfach irgendwo in die Ecke schmeißen. Och. Okay, na dann. Ich hätte ihn einfach irgendwo hingeschmissen. Tiere hätten sich gefreut. Aber wir haben sie gerettet. Hey. Zu einem Teil haben wir das Let's Play abgeschlossen. Muss ich sagen. Das ist die Tochter von den beiden, angeblich. Das alte PT-Boot am Strand. Das sollte ich wieder hinbekommen. Naja, also Versuch wär's wert. Es würde nichts nützen. Wir können die Insel nicht verlassen. Komm schon, Lara. Sag doch sowas nicht. Wir sollten jetzt gemeinsam sowas wie einen Plan spielen, ihr okay? Versteht es einfach nicht. Keiner von euch. Irgendetwas lässt uns nicht gehen. Etwas? Lara, du solltest schlafen. Ich gebe ja zu, dass mich seltsame Dinge besonders interessieren, aber dieser Ort ist einfach zu viel. Ich verrecke nicht hier. Ich repariere das Boot und dann fahren wir. So eine kleine Ziege ist das. Du weißt, dass hier etwas nicht stimmt, Jonah. Ich kenne dich doch. Alles, was ich weiß, ist, dass Logik an diesem Ort nicht zählt. Du denkst, deine Instinkte sind eine Schwäche, aber sie stärken dich. Vertrau ihn. Wir brauchen dich. Der große Mann hat recht. Gib dir etwas Zeit, okay? Haben wir es bald? Es ist schön, dass wir uns alle wieder finden. Du weißt, wo wir sind. Komm runter, wann du willst. Ohne dich gehen wir nirgendwo hin. Bei uns blitzt es auch draußen. Ein bisschen Regen. Ja. Ne? Nimm die hier. Ja, dann kannst du dich mal verteidigen, Mädchen. Entschuldigung, wegen dem Reisbram. Ui, ich bin Arsch, aber... Eieieiei. Aber von Lara ist er auch sehr, sehr, sehr schnuggig. Was ist denn jetzt das? Es ist ja nur nicht vorbei. Du hast einen tollen Instinkt, Kleine. Du musst ihm nur vertrauen. Er ist immer noch da. Niemand geht. Die Stürme. Sie gehören zu der Macht der Sonnenkönigin. Sie verhindert, dass wir wegkommen. Ja, und warum eigentlich? Im Kloster gibt es eine Ritualkammer. Wenn die Sturmwache sie beschützt, dann muss die Lösung, wie man die Stürme stoppt, dort drin sein. Ein versteckter Flusszugang. Das Boot. Damit kommen wir zwar nicht weg von hier, aber es kann uns zur Ritualkammer bringen. Das klingt noch ein Plan. Das tun wir jetzt auch. Okay? Jonah! Reyes! Verdammt! Ja, das ist jetzt blöd, dass du da nichts kontaktieren kannst. Ich hätte mit ihm gehen sollen. Ach, da! Wie nett. Ach, hier, da. Ah, hier steht taktische Pistole. Neue Verbesserung möglich. Modell freigeschaltet. Och, ja, Lara in Unterhöschen. Ach, nein, bring mich nicht zurück, Mädchen. Das hätte Ross gesagt. So, wir haben jetzt eine Modifikation. Oder? Keine Geschichten über meine Eltern mehr. Haben wir das jetzt? Keine Bergbesteigung. Oh Gott. Ich wünschte, sie hätten stattdessen mich getötet. Haben sie aber nicht. Ich bin hier, ich lebe und ich bin sicher, dass kein Boot oder Flugzeug uns von dieser Insel... Wieso redet mir jetzt gerade so viel? Noch nicht. Ich weiß, dass die Antwort etwas mit Himiko und diesem Kloster zu tun hat.
Jetzt bitte, halt mal dein Schnäuzchen, dein Süßes, und dein Magazinschacht. Magazin ist leicht einzulegen, wodurch die Nachladezeit verringert wird. Das wird doch gleichhaft. Perfekt. Dann haben wir immer noch 400. Schauen wir mal, was haben wir da? 300, 350. Schalldämpfer. Schüsse werden schallgedämpft und ihre Schaden damit leicht verringert. Achso. Drücke Sie F2, um die schnell gedämpfte Wasser abzuschieben. Und dann ergonomische Griff. Ein Griff motiviert mit Gummi verringert den Rückstoß. Ich kaufe mal jetzt auch. Jo, also dann haben wir von dem hier eigentlich schon fast alles, oder? 70%. Wir haben auch schon alles. Da haben wir auch schon alles. Ja, wir haben jetzt halt dadurch unsere Schusswaffe verbessern können. Und sonst haben wir nichts. Na, das ist doch schön. Ich liebe diese Waffe. Ja, die schaut auch cool aus, ne? Das ist die auch von Roth. Der hatte natürlich eine schöne, ordentliche Wumme dabei. Die ist ja so ein cooler Kerl. Achso, Wölfe. Schon Kaninchen. So, da. Nee, das ist ja einfach nur Hase. Du, sorry. Aber du gibst Erfahrungspunkte, ganz knuffige. Ist das das... Ach, das ist abgestürzte Wrack, ja. Liegt denn hier noch der Pilot hier? Nein, Bergungsgut, das war ja klar. Rauben wir unser kaputtes Ding hier aus, da, was sie da haben. Er hat doch hier jede Menge erschossen. Warum sind die nicht mehr hier? Aber Bergungsgüter ohne Ende. Okay. Merci, man dankt, man dankt. Da liegt nämlich noch was hier. Wer hätte das gedacht? Jetzt 5 Stück davon. Oh, Mann, oh. Gerade hier in diesem Gebiet. So, 50% des Spiels haben wir durch wahrscheinlich jetzt, ne? Jetzt kommen nochmal 50%. Das Spiel könnte jetzt noch ein bisschen sich herauszögern. Das ist ja bescheid. Das ist ja gut. Kannst du hier hoch? Kannst du nicht. Okay. Aber ich weiß, dass du könntest. Du musst nur einen anderen Weg suchen. Wie du hier rauf könntest. Ach komm, dann überlegen Sie es. Du kannst mich mal einschalten hier. Kannst du hier rauf? Du kannst ja gar nichts momentan. Bist du verletzt? Hast du Aura gemacht? Ruhig, Lara. Oh, Scheiße. Und nimmst du einen Bogen jetzt? Ja, nö, ne. Ja, okay, ja. Es geht ja. Es geht. Ja, es geht nicht, aber ich will nicht unbedingt. Mit Wölfen. Nein, es ist zu dunkel. Sie könnten überall sein. Bist du sicher, dass sie hier sind? Aha, es sind 3. Es sind 3. Der eine hat ein Licht. Den werden wir jetzt gerade eine reinsammeln. Oh. Okay, der ist einfach mal weg. Den hätten wir jetzt eigentlich schon. Doch, komm jetzt! Was macht denn der? Also, jetzt hat fick dich doch! Wie viele Pfeile denn noch? Wie viele Pfeile denn noch? Ach, das ist jetzt der Wald. An dem kann ich mich komischerweise erinnern. Ich habe ja mal geguckt, ne? Freiwillig mal so ein Let's Play ein bisschen. Yes! Das ist der Wald. Daran kann ich mich mal erinnern. Jetzt wird's wieder mystisch. Das ist ein Reh. Glaube ich. Todes Reh. Okay. Hallo, die Waldfee. Aber wir müssen jetzt Taktiker, so ein bisschen Taktiker sein. Vielleicht können wir da ein bisschen was erreichen. Außer uns greift jetzt gleich ein Wolf an. Das müsste jetzt auch nicht sein. I don't know, worry. Ah, nee, nee, das tut ja wieder weh. Da wollen wir nicht, nein. Da wollen wir nicht rein. Das könnte weh tun. So, das ist wieder... Nein. Pixel? Scheiß Dreck. Also, nö. Ah. Aha, aha, aha. Da sind sie alle.
gut. Ich hätte sie gern von hinten her. Also, mal gucken. Aha, es sind zwei hier. Der sieht mich jetzt nicht. Ich glaube, der könnte mich sehen jetzt. Zeitverschwendung. Konzentration. Immer weitergehen. Was? Beide haben mich nicht gesehen. Das war gut. Jetzt schauen wir mal, ob da hinten, weil die Deppen da, ja, mit ihren Lichtstrahlen hier rumlaufen. Jetzt ist es da Wald und das ist ziemlich viel. Ach, da ist auch noch einer. Der pisst gerade. Ach, schade. Das war doch ein Kopfschuss. Einfach so. Da oben ist auch nochmal feiner Bogen. Aha. Was passiert? Das passiert. Dass das runterfällt, damit ich hier hoch kann. So einfach ist das, ne? Nur bloß keine Aufmerksamkeit erregen. Oh. Jetzt muss ich nur mal gucken. Wie komme ich jetzt darüber? Einfach springen? Ja. Hätte ja fast jetzt nicht geklappt, so wie ich es gewollt hätte. Aber das wäre jetzt echt lol. Ach, da blinkt was. Ach ja. Ach ja. Ach, ach, ach. So. Na. Das passt ja. Was soll denn der Scheißdreck? So. Wo komme ich denn jetzt dahin? Also hier rauf auf jeden Fall. Kann ich jetzt runter? Ich will eigentlich... Nein. Es ist irgendwie lustig jetzt gerade gewesen. Jetzt komm. Du blöder Mongo! Hast mich... Der Sch... Wölfe? Das ist gemein, weil... Wo sind die Wölfe? Wo wären sie denn? Wo schießt denn hier jemand? Da natürlich, ne? Den habe ich jetzt irgendwie getroffen. Ach, Mann, oh. Natürlich sind Wölfe hier. Da ist einer. Und den erwischt Mano. Und ganz einfach, ganz schön. Wenn es denn anders geht, shit, recht. Hat mich einer gesehen? Ups, ist meine Bilanz weg. Lebt denn noch einer? Oh, Marodeur, der da hinten. Der müsste ich dich noch getroffen haben, der alten Zipfelwichser. So. Da ist noch einer. Getroffen. Na, sauber. Also, das war jetzt nicht so das, was ich eigentlich wollte, ne? Dass ich da... Dreck. Ja, da toll, ne? Jetzt bin ich runtergefahren. Ah, dann halt nicht. Dann halt auch Bergungsgüter, das ist auch in Ordnung. Aber eigentlich sollte man schon hochkommen. Weiß gar nicht, wo der Wolf herkam. Wo kommen denn Wölfe her? Wo gibt es solche Tiere? Jawohl. Jawohl. Ich will jetzt eigentlich irgendwie da hinten. Yes, Sir. Das wollte ich. Gut, es hat nicht ganz so funktioniert, wie ich es jetzt eigentlich wollte. Aber es hat... In dem Sinn funktioniert, dass ich da hinkomme. So. Man musste sich runterfallen lassen und gleich wieder ran an den Speck, so ungefähr. Na toll. Na okay, jetzt bin ich hier. Oh, Kai, jetzt will ich ja eigentlich wieder runter. Das überlebst schon. Jo. Das überlebst du. Den Scheiß, was du da immer gemacht hast in deinem Leben. Ich überlebst du. Ach, da.
Vorsicht, ein Wolf. Der Wölfe! Yes, sir! Was ist denn passiert eigentlich mit dem Wolf? Ehrlich gesagt, wollte er den Wald finden. Was ist denn passiert mit dem Wolf? Wo ist er denn überhaupt? Das ist die Frage. Die hat sich geklärt. So, wo will mein Engine hin? Da hoch. Okay. Ja, ich nicht, aber sie! Oh Mann, Mann. Der Vater Matthias lebt immer noch. Er hätte ihn doch einfach erschossen. Ja, toll. Das ist ein richtiges Lager sogar. Das freut mich. Freut mich für euch. Aber das interessiert mich jetzt ein Scheißdreck. Wir werden uns jetzt hier uns bemühen. Schau mal, hier gibt es bestimmt noch irgendwas Schönes. Krieger der Sturmwache. Wir stehen heute am Beginn einer großen Veränderung. Die Flotte des Feindes, die auf unsere Küste zusteuert, wird die letzte sein, die je versucht, unser geliebtes Yamatai einzunehmen. Der Zorn unserer großen Sonnenkönigin wird einen gewaltigen Sturm herbeirufen und wir werden auf den Winden reiten und den Feind vernichten. Aber wir werden nach dem Sieg nicht aufhören. Mit einem neuen Tag wird das Licht unserer Königin sich über die Ozeane erstrecken und alle Länder erleuchten. Und während wir aus Yamatai in der Wärme ihres Glanzes baden, werden unsere Gegner brennen. Ich bin doch kein Gegner. Ich werde die ganze Zeit verkannt. Ich bin ganz nett und sexy und knuffig. Da ist zwar Tomb Raider, aber hier gibt es bestimmt ein optionales Grab, oder? Hier ist noch einer, oder? Das hätte ich zu Eis gesehen, als würde da jemand stehen. Gut. Steht vielleicht auch einer. Was gibt's hier? Wir entfernen uns dem, wo wir eigentlich... Was ist da? Nochmal. Was ist denn da? Eine graue Wand? Sieht so aus, dass da eine graue Wand wäre. Ah, super. Das war ein Schmetterling. Du gehst vielleicht jetzt ganz schön in den Wald, Mädchen. Weißt du das? Dass das der finster, böse Wald ist. Ja, weiß ich. Aber da, Bergungsgüter werden jetzt gehighlightet. Hervorragend. Noch mehr? Lauf mal um die Wand. Oder zur Wand. Ach, da kommen wir doch her. Aber da oben haben wir noch nicht. Also, wir können hier rauf. Wir können hier rauf. Springen, E-Taste drücken und hier rauf. Würde ich mal sagen. Und der Mond scheint so wunderschön. Und jetzt bin ich hier. So. Ach schön, das ist ein Bergungsgut hier. Ja, habe ich die Fläschchen? Getroffen, oder? Aber wir können ja eigentlich hier rauf. Voilà. So, und wir können hier hochkraxeln. Da gibt es hier, glaube ich, noch mehr Seile, oder? Kann das sein? Kann das nicht sein? Amen. Aha. Ich sehe es jetzt schon. Hier gibt es wieder irgendwas Schönes. Was haben wir denn? Dieser chinesische Dolch ist sehr alt. Mein Vater hatte einen ähnlichen in seiner Sammlung, der aus dem Jahr 854 vor Christus stammt. Ist das auch so eins? Ja, die Schatzdecker unter der Familien. Ja, toll, jetzt bin ich hier oben. Wo ist denn da? Wo kann ich da hier ansetzen? Ah, sehe schon. Sehe. Ich sehe es. Hervorragend. Also gemacht. Jetzt ist nur bloß noch irgendwo das Bergungsgut darunter geknallt. Das ich jetzt schon ein bisschen nicht suche, aber da liegt es schon. Gerade auch hier. Frei nach Schnauze. Lautze, Schnauze! Und jetzt kannst du da nicht hoch. Betten. Das ist jetzt putzig von dir. Nimm's. Ah, machen wohl die verfügbar. Das stimmt sogar auch noch. Aber viel ist es ja nicht mehr. Wir haben jetzt sonst alles abgegradet, Mädchen. Also zu Datum, wenn es noch etwas gibt. Waren wir irgendwie zu schnell oder was?
wir.